das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Thorsten Schröder. Und wir begrüßen Sie sehr herzlich. Schön, dass Sie dabei sind. Schönen guten Abend. Es soll wieder Normalität einkehren. Gemeint ist finanzpolitische Normalität. Nun steht der Haushaltsentwurf des Bundesfinanzministers fürs kommende Jahr mit dem Finanzplan für die Jahre danach. Normal waren sie jedoch nicht, die monatelangen zähen Verhandlungen vor und hinter den Kulissen. Jetzt die Eckdaten, die so aussehen. Die Gesamtausgaben für das kommende Jahr betragen 445,7 Milliarden Euro. Die Neuverschuldung liegt bei 16,6 Milliarden Euro. Aber wie viel davon bleibt am Ende nun für wen übrig? Während Verteidigung, Digitalisierung und Klimaschutz Vorrang haben, war es für andere wesentlich schwerer, wie für die Kindergrundsicherung. 12 Milliarden jährlich wollte die zuständige Familienministerin ab dem Jahr 2025. Zu viel befand der Finanzminister. Was sie am Ende bekommen wird, bis heute unklar. Denn es fehlt, finden viele, auch ein konkretes Konzept. Bevor ich gleich mit Bundesfamilienministerin Lisa Paus spreche, gehen Justus Kliss und Martin Schmidt dem Streit über die Kindergrundsicherung nach. Hier im Bundesfamilienministerium wollen sie es zu ihrem großen Legislaturprojekt machen. Aber wie es aussieht, was es sein wird, es findet sich bisher nichts Genaues. Nach eindeutigen Informationen zur Kindergrundsicherung sucht man auch auf der hauseigenen Homepage vergebens. Wo ist es, das konkrete Konzept? Ich habe schon mal eins gesehen. Vielleicht meint der grüne Parteichef dies hier. Eckpunkte seiner Parteifreundin, Familienministerin Paus. Ein Entwurf aus dem Januar. Viele Seiten stark, doch die Details bleiben offen. Im Kern geht es darum, das Kindergeld, der Kinderfreibetrag, der Kinderzuschlag und andere Leistungen sollen ab 2025 in der Kindergrundsicherung zusammengelegt werden. Mit einem fixen Grundbetrag für jedes Kind und einem flexiblen Zusatzbetrag für ärmere Kinder. In welcher Höhe ist aber immer noch unklar. Wir haben bestimmte Vorstellungen, wie wir glauben, wie das Gesetz auszusehen hat. Ob das am Ende das ist, was auch in der Koalition verabredet wird, das werden wir miteinander sehen. Aber die Gespräche laufen auf Hochtouren und wie gesagt, ich behaupte auf der Zielgeraden. Auch der Koalitionspartner SPD würde gerne endlich zum Zieleinlauf kommen. Doch die Genossen rätseln noch wie. Es gibt zumindest in der Ampel noch kein abgestimmtes Konzept mit allen Parteien, was ich kennen würde und was gegenfinanziert wäre. Für Geldfragen sind sie hier zuständig. 12 Milliarden Euro fordert Familienministerin Paus vom Kabinettskollegen Lindner. Doch der Hausherr mauert. Hat bislang nur 2 Milliarden für die Kindergrundsicherung im neuen Haushalt vorgemerkt. Ohnehin spricht auch die FDP von fehlendem Konzept und hat mal wieder viele Fragen. Damit sie aber kommen kann, ist jetzt die Zeit, dass wir uns hinsetzen und all diese 1000 kleinen Fragen auch lösen. Je schneller uns das gelingt, desto schneller können wir die Kindergrundsicherung auch umsetzen. Längst ist die Suche nach Antworten auch bei ihm angekommen, Bundeskanzler Scholz. Auch er fordert von seiner Ministerin Konkreteres, sogar schriftlich. In einem Brief, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Scholz schreibt der sehr geehrten Frau Bundesministerin, damit bis Ende August ein innerhalb der Bundesregierung geeinter Referentenentwurf vorliegt, sollte dieser entlang der vorliegenden Eckpunkte zügig von Ihrem Haus erarbeitet bzw. um die noch fehlenden Regelungen ergänzt werden. Hier im Bundesfamilienministerium müssen Sie nun schnell Antworten finden auf den Brief aus dem Kanzleramt. Und dazu begrüße ich die Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen. Guten Abend. Guten Abend. Frau Paus, mit Machtworten ist der Kanzler bekanntlich sparsam. Heute gab es aber eins und das richtete sich allein an Sie. Wie konnte es dazu kommen? Na, es ist ja ein bisschen anders. Der Kanzler und ich sind ja schon seit vielen Wochen zusammen im Gespräch. Wir beide haben Eckpunkte miteinander geeint. Es war aber eben keine Verständigung in der gesamten Ampel möglich. Und deswegen haben wir Grüne ja auch die Kindergrundsicherung, das Projekt an die Verabschiedung des Haushaltes geknüpft. Jetzt haben wir Klarheit. Jetzt gibt es ein Einvernehmen. Dem Brief konnten Sie entnehmen, dass es in der gesamten Bundesregierung die Verständigung gibt, dass wir Ende August im Kabinett die Kindergrundsicherung, das Gesetz verabschieden wollen. Und das ist die Klarheit, die wir brauchen, damit tatsächlich wir effektiv Kinderarmut in Deutschland bekämpfen können. Da hat es ein bisschen gehapert, ein halbes Jahr lang sind wir nicht richtig vorangekommen mit dem dritten Koalitionspartner. Jetzt haben wir Klarheiten, das ist gut und richtig so.
Aber Frau Paus, der Brief, anders als im Atomstreit, wo mehrere Minister angeschrieben wurden, der richtet sich hier an eine Ministerin, an Sie und Ihr Haus. Sie werden dazu aufgefordert, gewissermaßen Ihre Arbeit gründlich zu machen. Er schreibt Ihnen sehr genau vor, welche Varianten Sie erarbeiten und vorlegen sollen, und das zeitnah. Warum ist das nicht längst passiert? Die Varianten gibt es. Daran, dass es nur um drei Varianten noch geht in dem Text, sehen Sie, wie viel wir schon miteinander geeint haben. Dass es wirklich nur noch um kleine Dinge geht, die miteinander zu klären sind. Und das wurde ja sehr, sehr lange von einem Koalitionspartner in Frage gestellt. Da haben wir jetzt die Klarheit, die Kindergrundsicherung kommt. Am Ende des Sommers wird ein Gesetz im Kabinett beschlossen. Und es wird tatsächlich Leistungsverbesserungen geben. Auch das war ja lange strittig. Manche sprachen nur von einem Digitalisierungsprojekt. Aber wenn man Kinderarmut wirksam bekämpfen will, dann muss es auch um bessere Leistungen für die Ärmsten in unserer Gesellschaft gehen. Jedes Kind hat das Recht auf eine Chance in unserer Gesellschaft. Aber Sie sprechen gerade so, als wenn das Papier fast fertig wäre und die Einigung fast da wäre. Heute hörte sich das alles ziemlich anders an. Es hörte sich eher so an, als wenn niemand mehr als Ihre Eckpunkte bisher gesehen hat. Es hörte sich auch nicht nur von der FDP, auch aus Teilen der SPD so an. Und diese Eckpunkte, das, was man bisher gelesen hat, die reichen ja anscheinend nicht aus. War Ihnen das nicht vorher klar, dass praktisch vor heute mehr vorliegen muss? Dieses Projekt der Kindergrundsicherung ist ein großes Reformvorhaben. Es geht um das zentrale sozialpolitische Projekt. Und ja, dieses Projekt war lange Zeit strittig, insbesondere von einem Partner in der Ampel. Und deswegen habe ich natürlich das jetzt nicht mit allen lang und breit diskutiert, um es nicht in der Öffentlichkeit zerreden zu lassen, sondern ich möchte ja, dass dieses Projekt gelingt. Und deswegen gibt es seit vielen Monaten intensive Absprachen. Es gibt ja auch seit einem Jahr inzwischen eine interministerielle Arbeitsgruppe, die intensiv auf Fachebene berät. Da hat es auch sehr viel Austausch gegeben. Richtig ist, dass dieses Gesetz derzeit noch in der Regierung abgestimmt wird und dass wir das nicht mit den Fraktionen beraten und dass es sehr eng gehalten wird, damit es eben tatsächlich gelingt, damit wir wirksam Kinderarmut in Deutschland bekämpfen, weil es ist nicht hinzunehmen, dass jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut aufwächst. Damit müssen wir Schluss machen. Das war viel zu lange, ist es hingenommen worden, und jetzt kommt die Kindergrundsicherung. Das ist jetzt mit dem heutigen Tage klar, mit Leistungsverbesserungen, damit sie wirksam auch gegen Kinderarmut vorgehen kann. Aber Frau Paus, das heißt, Sie lassen Kritik nicht gelten. Kritiker, die sagen, es ist nicht genau genug erklärt, weshalb dieses Projekt gerade 12 Millionen Euro kosten soll. Das alles erkläre ich, wenn wir das Gesetzentwurf im August miteinander beschließen. Sie können sicher sein, die Vorarbeiten sind alle geleistet, aber es macht keinen Sinn, sozusagen halbe, also noch nicht geeinte Projekte öffentlich zum Markte zu tragen. Es hat jetzt etwas länger gedauert, aber wir sind jetzt noch sehr gut im Zeitplan. 2025 soll die Kindergrundsicherung kommen. Und wir haben jetzt endlich das Einvernehmen, dass am Ende der Sommerpause das Kabinett einen Gesetzentwurf beschließt, der Leistungsverbesserungen bringt, effektiv gegen Kinderarmut etwas schafft. Und da habe ich den Kanzler an meiner Seite. Das ist mit dem heutigen Tage nochmal wieder deutlich geworden. Und er hat auch die gesamte Koalition auf dieses Projekt verständigt. Und auch das ist wichtig an diesem Brief. Von daher sehen Sie mich heute sehr, sehr glücklich. Und ich habe es eben ein bisschen günstiger gemacht, 12 Milliarden meinte ich natürlich. Aber Sie haben kürzlich selbst noch gesagt, die 2 Milliarden, die da im Moment drin stehen, seien schnell weg, ohne dass wir eine strukturelle Verbesserung erzielt haben. Bleiben Sie dabei, dass es 12 Milliarden braucht? Wo ist die Schmerzgrenze? Mit wie vielen Milliarden kann man hier wirklich strukturell etwas verändern? Nein, klar ist ja auch, dass die Summe, die jetzt im Haushalt für eine mittelfristigen Finanzplanung steht, dass das lediglich ein Platzhalter ist, so ein sogenannter Merkposten. Und wir sind jetzt eben schon sehr weit mit den Gesetzesvorbereitungen. Ende August wird das Gesetz im Kabinett sein und spätestens dann werden Sie im Gesetzestext auch sehen, was voraussichtlich dieses Projekt kosten wird. Und womit wollen Sie Ihren Koalitionspartner jetzt noch überzeugen, damit es die Zustimmung gibt? Das brauche ich ja nicht mehr, weil heute ist ja die Entscheidung des Kanzlers gefallen. Es gibt ja die entsprechende Unterstützung, es gibt das Einvernehmen. Der Kanzler hat nicht geschrieben, es gibt am Schluss 12 Milliarden. Genau, aber es ist auch klar, dass es sein oder 3 Milliarden, würden die dann ausreichen? Es ist auch klar, dass die 2 Milliarden es auch nicht sein werden, sondern dass wir über tatsächliche Leistungsverbesserungen gegen Kinderarmut sprechen. Und es gibt ja jetzt noch ein paar Merkposten und wir werden sicherlich, es wird wahrscheinlich eine Summe sein zwischen 2 und 12. Ich glaube, so viel kann ich heute Abend sagen. Das hätten wir auch getippt, zwischen 2 und 12 Milliarden. Aber es gibt noch eine große Hürde. Der Finanzminister hat heute noch mal klar gemacht, wer mehr ausgeben will, muss sagen, wo etwas eingespart wird. Was wird das sein?
Auch das werden wir dann sicherlich zusammen erörtern, wie wir es ja auch in den letzten Wochen bereits getan haben. Wir haben ja auch bereits zu dritt zusammengesessen zur Kindergrundsicherung. Und der Kanzler hat jetzt mit seinem Schreiben Klarheit geschaffen, dass alle drei Koalitionspartner sich jetzt auf dieses Projekt gemeinsam verpflichten. Und deswegen werden wir auch dazu weiter erörtern. Es gibt ja auch noch andere Projekte, die jetzt in den nächsten Wochen diskutiert werden. Und wir werden sicherlich eine gemeinsame Lösung finden. Darauf sind wir gespannt. Danke für das Gespräch, die Bundesfamilienministerin Lisa Paus zur Kindergrundsicherung. Gerne. Die Corona-Pandemie hat in unserer Gesellschaft viele Wunden hinterlassen, womöglich auch durch Impfschäden. In Deutschland haben sich etwa 65 Millionen Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen und damit vor allem schwere Verläufe und auch Todesfälle verhindert. Doch über die offizielle Meldestelle beim Paul-Ehrlich-Institut wurden auch etwa 56.000 Fälle mit dem Verdacht einer schwerwiegenden Impfnebenwirkung gemeldet. Wie viele davon wirklich auf die Impfung zurückzuführen sind, ist bislang unklar. Mehrere hundert Betroffene haben jedoch Schadenersatzklagen eingereicht. Über einen Fall berichtet uns aus dem baden-württembergischen Rottweil Jenny Rieger. Der kleine Mann von der Straße gegen den übermächtigen Pharmakonzern. So sieht der Anwalt des Klägers das, was vor ihm und seinem Mandanten liegt. Es ist schon ein sehr wichtiger Gegner, mit dem wir es heute zu tun haben. Aber wir scheuen uns nicht, hier den Kampf aufzunehmen. Ganz biblisch gesehen, David gegen Goliath. David, das ist in diesem Sinne er, Dietmar S., 58 Jahre, Ingenieur. Im Juni 2021 erhält er eine Impfung mit dem BioNTech-Impfstoff Comirnaty. Etwa 8 Wochen später verschlechtert sich seine Sehkraft. Mittlerweile ist er fast blind. Und das Landgericht Rottweil muss am Ende beurteilen, warum. Keine leichte Aufgabe. Es muss nachgewiesen werden, dass der Impfstoff geeignet ist, eine solche Erkrankung auszulösen. Und zwar im Einzelfall unter Berücksichtigung von weiteren Erkrankungen, die der Patient hat. Und schon da wird es kompliziert. Denn Dietmar S. hatte bereits vor der Erblindung ein Augenleiden. Dieses sei jedoch nicht ursächlich für seinen jetzigen Zustand, so sein Anwalt, sondern der Impfstoff. Dessen Hersteller, der Pharmakonzern BioNTech, teilte vor Prozessbeginn mit, man habe alle verfügbaren Unterlagen sorgfältig geprüft und sei zu dem Ergebnis gekommen, dass die Klage unbegründet ist. BioNTech, das ist Goliath, bleibt man bei der biblischen Metapher. Und dem begegnet man auf Seiten Davids mit Misstrauen. Ich wünsche mir natürlich, dass irgendwann Entscheidungen getroffen werden, auch für mich, ja, im Sinne der Geschädigten und nicht nur für die großen Pharmakonzerne. David gegen Goliath, das Gericht darf sich von solch biblischen Metaphern nicht beeinflussen lassen. Hier dürfen nur Tatsachen zählen, zumal dieser Prozess wegweisend für weitere Klagen sein könnte. 55.000 schwerwiegende Nebenwirkungen sind gemeldet worden. Da kann man sehen, ein gewisses Potenzial ist da schon da. Und man konnte der Presse ja auch entnehmen, dass einige Anwälte sagen, sie hätten schon 600, 700 Klagen in der Pipeline. Auch der Anwalt von Dietmar S. vertritt gleich mehrere Mandanten, die über Impfschäden klagen. Droht also eine Klageflut? Ich gehe davon aus, eigentlich, dass die Prozesschancen eher nicht so gut sind für die Kläger. Und man deswegen auch nicht mit einer Klageflut zu rechnen hat. Und tatsächlich zeigt schon dieser Prozess vor dem Landgericht Rottweil die Schwierigkeiten. Das Gericht hat immer wieder gesagt, es sind viele Fragen völlig offen. Und das Gericht hat auch gesagt, man hat sich noch nicht entschieden und will jetzt erst einmal abwarten, was die zukünftigen Schriftsätze der beiden Parteien ergeben wird. Noch ist nicht abzusehen, was das Landgericht Rottweil Ende September verkünden wird und zu wessen Gunsten. In der Bibel triumphiert David am Ende über den Riesen Goliath. Doch hier wird vor Gericht entschieden. Die Corona-Schutzimpfung und die Klagen wegen möglicher Folgen. Dazu hat Gigi Deppe aus der ARD-Rechtsredaktion die folgende Meinung. Wer meint, durch die Corona-Impfung geschädigt zu sein, hat es wirklich nicht leicht. Ein dauerhafter Gesundheitsschaden kann schnell allen Lebensmut nehmen. Dazu das Gefühl, hätte ich mich nicht impfen lassen, ginge es mir vielleicht besser. Für die, die sich juristisch wehren wollen, kommt noch hinzu, die Hürden sind extrem hoch. Denn sobald auch andere Ursachen für das taube Ohr, den Herzfehler oder die Lähmung denkbar sind, wird es rechtlich schwierig. Entweder kommt es zu einer teuren Gutachterschlacht oder die Klage wird direkt abgewiesen.
Wir werden in der nächsten Zeit eine Menge dieser Prozesse sehen und feststellen, dass die Kläger wenig Chancen auf Erfolg haben. Auch der zweite Weg, von den staatlichen Versorgungsämtern anerkannt zu werden, ist sehr schwierig. Zwar wurden einige hundert Menschen Leistungen bewilligt, viele Anträge aber auch abgewiesen. Fragt sich, ob eine rein juristische Bewältigung des Problems der richtige Weg ist, wenn mit harten Bandagen vor Gericht gekämpft wird. Die Hersteller haben viel Geld verdient mit der massenhaften Produktion der Impfstoffe. Wäre da nicht etwas Großzügigkeit möglich? Zum Beispiel durch einen gemeinsamen Fonds oder durch gerichtliche Vergleiche. Zum Glück sind es ja nur wenige, die geschädigt sind, angesichts von Millionen Impfungen. Wir waren alle irgendwie unsicher, was wir da tun, aber wir hatten keine rechte Wahl. Angesichts einer Pandemie von historischem Ausmaß wäre es schäbig, hier in diesen Fällen kleinlich zu sein. Die Meinung von Gigi Deppe. Und wir blicken in den Nahen Osten, wo der andauernde Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern längst wieder zu einem Kampf mit Toten und Verletzten geworden ist. Und angesichts der eigenen Bedrohung hat die israelische Armee in der Nacht nun mit einer groß angelegten Militäroperation im Westjordanland begonnen, an deren Beginn Luftschläge standen. Seit einiger Zeit schon verschärft sich die Sicherheitslage und es gibt immer mehr gewaltsame Auseinandersetzungen. Vor allem im Westjordanland gab es zuletzt Zusammenstöße, nachdem vor 2 Wochen 4 jüdische Siedler bei einem Anschlag getötet worden waren. Nun richten sich die israelischen Luftangriffe gegen Ziele in Jenin. Die Stadt und das dortige Flüchtlingslager gelten als Hochburg militanter Palästinenser. Sophie von der Tann berichtet. Jenin am frühen Abend. Immer noch Explosionen und Rauchwolken nach fast 24 Stunden Militäreinsatz. In der vergangenen Nacht stürmten israelische Soldaten das Flüchtlingslager. Sie suchen nach palästinensischen Terrorverdächtigen. Es kommt zu heftigen Gefechten. Über der Stadt das Brummen israelischer Drohnen. Unser Prinzip ist einfach. Wer Israelis ermordet und uns töten will, der kommt entweder ins Gefängnis oder ins Grab. Wer uns schadet, wer Terror gegen uns richtet, wird den Preis dafür zahlen. Diese Operation wird so lange andauern wie nötig, bis die Mission erfüllt ist. Die Zahl der palästinensischen Toten und Verletzten steigt. Ein israelischer Soldat wird verletzt. Laut Militärangaben haben israelische Soldaten Sprengsätze und Waffen beschlagnahmt, zahlreiche Terrorverdächtige festgenommen. Insgesamt sind rund 2000 Soldaten am Einsatz beteiligt. Jenin gilt als Hochburg für Terrorgruppen. Viele Attentäter der vergangenen Monate sollen von hier kommen. Radikale Gruppen wie der Islamische Dschihad gewinnen im besetzten Westjordanland an Zulauf. Als palästinensischer Widerstand betonen wir, dass die Besatzung den Preis für dieses Verbrechen zahlen wird. Es wird nicht ohne Antwort bleiben. Die palästinensische Autonomiebehörde verliert indessen zusehends an Kontrolle, besonders an Orten wie Jenin. Präsident Abbas kündigt am Abend an, die Sicherheitskoordination mit Israel auszusetzen. Erneut rufen wir die internationale Staatengemeinschaft dazu auf, den dringend benötigten Schutz für unser Volk herzustellen und Sanktionen gegen das Besatzungsregime zu erlassen. Israels Premierminister Netanyahu steht seit Monaten unter Druck aus den Reihen seiner ultrarechten Koalitionspartner. Sie fordern eine Ausweitung der Militäroperation im besetzten Westjordanland. Der heutige Militäreinsatz ist schon jetzt der größte in Jenin seit der zweiten Intifada, dem palästinensischen Volksaufstand vor rund 20 Jahren. Und dazu sprechen wir mit Sophie von der Tann in Tel Aviv. Welches Eskalationspotenzial hat diese Situation, die Sie gerade im Film beschrieben haben? Das hängt davon ab, wie lang diese Militäroperation noch andauern wird und auch wie viele Tote es möglicherweise noch geben könnte. In Anbetracht der Größe dieser Militäroperation ist die Anzahl der palästinensischen Toten bisher noch verhältnismäßig gering.
die Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert und von dort aus auch oft mit Raketenbeschuss auf Israel reagiert, auf das, was im Westjordanland vor sich geht, die hat sich bisher relativ zurückhaltend ausgedrückt. Es gibt bisher auch noch auf der israelischen Seite keinen getöteten israelischen Soldaten. Aber die Situation ist sehr fragil, das kann sich jederzeit ändern. Ja, wir konnten in den letzten Monaten ja beobachten, dass sich im Westjordanland sowohl israelische Siedler als auch Palästinenser radikalisieren. Was müsste auf beiden Seiten passieren, um diesen Kreislauf zu durchbrechen? Auf beiden Seiten deutet gerade wenig hin auf Deeskalation. Premierminister Netanyahu steht unter großem Druck, unter dem Druck seiner ultrarechten Koalitionspartner. Die fordern auch den Siedlungsbau auszuweiten. Es wurden gerade neue Siedlungen genehmigt. Das ist eine große Provokation. Und die Gewalt radikaler Siedler, die auch gerade schon angesprochen wurde, die wir in den letzten Wochen immer wieder gesehen haben. Außerdem steht er unter dem Druck der Opposition, der Massenproteste gegen die Justizreform seiner Regierung. Und diese Militäroperation, die erlaubt ihm jetzt, sich zu profilieren in dem Thema für die große Mehrheit der Israelis, und das ist Sicherheit herstellen. Gleichzeitig verliert Abbas, der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde, zusehends an Kontrolle über weite Teile des Westjordanlandes, vor allem im Norden, Jenin, Nablus, in diesen Städten. Und dort gibt es immer mehr Zulauf zu radikalen Gruppen. Und das macht es gerade für beide Seiten sehr schwierig. Danke für die Einschätzungen heute, Sophie von der Tann aus Tel Aviv. Zu den Ländern, die großen Einfluss haben auf Israels Sicherheit und den gesamten Nahen Osten, gehört der Nachbar im Süden, Ägypten, wo Präsident Sisi seit inzwischen 10 Jahren für einigermaßen stabile Verhältnisse sorgt, dabei aber politische Gegner unterdrückt und verfolgt. So will er wohl verhindern, dass es ihm ergehen könnte wie seinem Vorgänger Mohamed Mursi. Der war mit seinen Muslimbrüdern an die Macht gekommen, doch er wurde schon ein Jahr später, genau heute vor 10 Jahren, von Sisi gestürzt. Wie der das Land seither verändert hat, zeigt uns Ramin Sina. Auf Kairos Straßen gibt es ein Tabuwort, Muslimbruder. Keiner gibt sich mehr als solcher zu erkennen. Anhänger befinden sich im Untergrund oder im Exil. Die, die einst mit ihnen sympathisiert haben, sprechen zwar, wollen aber ihr Gesicht nicht zeigen. Zu groß ist die Angst, verfolgt zu werden durch den Machtapparat von Präsident Sisi. Bei Muslimbrüdern ist es extrem. Wenn du ein Linker oder ein Oppositioneller bist, wirst du weggesperrt. Aber wenn du Muslimbruder bist, dann könntest du exekutiert werden. Viele, die ich kenne, von denen habe ich seit Jahren nichts mehr gehört. Rückblick. Nach dem Sturz des Langzeitherrschers Mubarak während des sogenannten arabischen Frühlings waren zunächst die islamistischen Muslimbrüder die politischen Sieger. Bei den ersten freien Wahlen 2012 stellte ihre Partei mit Mohamed Mursi einen demokratisch gewählten Präsidenten. Doch es folgten Massenproteste gegen eine drohende Islamisierung und 2013 der Putsch durch den langjährigen Militärgeneral Sisi. Seine Truppen schossen auf die Muslimbrüder. Zehntausende politische Gegner Sisi sitzen bis heute hinter Gittern. Der Präsident, ein Retter vor den Islamisten, so sehen es politische Unterstützer. Ägypten befand sich im Vollchaos. Vor 10 Jahren waren die Terroristen überall. Den Staat hat Sisi zurückgewonnen. Vor 10 Jahren hätten wir hier so auf der Straße vielleicht gar kein Interview führen können. Jetzt haben wir Sicherheit und Stabilität. Abdel Fattah al-Sisi regiert mit eiserner Hand. Ein Präsident mit großen Baustellen. Vor den Toren Kairos plant er eine neue Mega-Hauptstadt, inklusive höchstem Gebäude Afrikas. Doch Wirtschaft und Währung sind unter ihm im Sinkflug. Das ägyptische Pfund hat die Hälfte seines Wertes verloren und der Präsident bei vielen ärmeren Bürgern an Popularität. Seit Monaten machen viele Sisi für steigende Preise verantwortlich. Das einfache Bohnengericht Ful kostet nicht mehr 3 oder 4 Pfund, sondern an manchen Straßenständen nun das Vielfache. Ich lasse anschreiben, Fleisch isst ehrlich gesagt gar niemand mehr, es ist zu teuer. Zu demonstrieren traut sich in Ägypten keiner mehr. Die eigene Meinung sagen nur wenige so offen wie Tarek Shalabi, ein linker Aktivist. Viele seiner Freunde sind ausgewandert aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen.
Es unterstützt kaum noch jemand Sisi. Alle haben es eingesehen, von den Ärmsten bis zu den Reichen, außer der herrschenden Elite, leiden wir alle. Nächstes Jahr können Ägypterinnen und Ägypter wählen. An freie Präsidentschaftswahlen glauben hier aber nur wenige. Und so könnte trotz aller Unzufriedenheit im Volk er noch weiter an der Macht bleiben. Und wir kommen zu weiteren Nachrichten des Tages. Heute mit dir, Thorsten. In Frankreich hat es auch die sechste Nacht in Folge Krawalle gegeben. Sie fielen aber nicht ganz so heftig aus wie zuvor. Randalierer beschädigten Gebäude und Autos. Die Polizei nahm mehr als 150 Menschen fest. Tagsüber gingen in vielen Städten Bürgerinnen und Bürger auf die Straße, um ihre Solidarität mit Opfern der Unruhen zu zeigen. In einem Pariser Vorort hatten Randalierer am Wochenende das Wohnhaus eines Bürgermeisters angegriffen. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat Polen besucht. Bei dem Treffen mit seinem polnischen Kollegen Błaszczak forderte er die Rüstungsindustrie auf, den Aufbau eines Reparaturzentrums für Leopard-2-Panzer aus der Ukraine zu beschleunigen. Außerdem besuchte Pistorius Bundeswehreinheiten, die in Polen mit der Patriot-Flugabwehr die NATO-Ostflanke sichern. Die deutschen Patriots sind im Südosten Polens nahe der ukrainischen Grenze stationiert. Ursprünglich sollten sie nur bis Ende Juni in Zamość bleiben. Polen bat aber um eine Verlängerung. Auch in Den Haag ging es heute um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Die Europäische Justizbehörde eröffnete zusammen mit Partnern ein internationales Strafverfolgungszentrum. Dort sollen Beweise gesammelt werden, um russische Aggressionen zu verfolgen und gezielt Anklagen vorzubereiten. Damit soll eine Rechtslücke geschlossen werden. Beteiligt ist auch der Internationale Strafgerichtshof, der sonst keine Handhabe gegen Moskau hat, weil Russland ihn nicht anerkennt. Im deutschen Maschinenbau herrscht Auftragsflaute. Für das kommende Halbjahr erwartet der Branchenverband VDMA daher weniger Umsatz und eine sinkende Produktion. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse. Alleine im Mai sanken die tatsächlichen Auftragseingänge um rund 10% gegenüber dem Vorjahresmonat. Zwar seien die Auftragspolster für die kommenden Monate noch groß genug, aber es sei bereits eine deutliche Veränderung zu spüren, so der Branchenverband VDMA. Vor allem aus dem Ausland wird weniger bestellt, -18%. Die Aufträge aus dem Inland legten zwar um 9% zu, aber nur dank mehrerer Bestellungen von Großanlagen. Insgesamt aber rechnet der Branchenverband mit sinkenden Erlösen in den kommenden Wochen und Monaten. Mit der wichtigen Branche Maschinenbau kommen auch andere Branchen der Industrie unter Druck. Insgesamt, so klagen Unternehmensvertreter, laufe das Geschäft so schlecht wie seit 3 Jahren nicht mehr. Der Fußballer Horst-Dieter Höttges ist im Alter von 79 Jahren gestorben, wie sein Verein Werder Bremen bestätigte, bereits am 22. Juni. Der knallharte Abwehrspieler, der auch Eisenfuß genannt wurde, stand in 420 Spielen für Bremen auf dem Platz, wurde 1965 mit den Hanseaten deutscher Meister und 1974 Weltmeister. Als der Sale noch Schlussverkauf hieß, Kaufhäuser, die Zentren der Fußgängerzonen waren und an den Wühltischen beherzt zugegriffen wurde, da konnten die Verkäuferinnen und Verkäufer schon mal untergehen im Getümmel. Doch tausende Menschen hatten, auch hier bei Kaufhof, einen sicheren Job. Das ist Vergangenheit, wie wir wissen. Und mit Beginn dieses Monats haben etliche weitere Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof für immer geschlossen. Doch für einige Beschäftigte gibt es Hoffnung, wie uns David Zajons zeigt. Er war für uns mittendrin an einem neuen Arbeitsplatz der ehemaligen Kaufhof-Mitarbeiter in Essen. Bei aller nostalgischen Erinnerung hat für sie längst ein neues Berufsleben begonnen. Jetzt ist schon so ein bisschen Abstand da. Also es war wirklich so ein halbes Jahr, dass ich schlecht hier wirklich vorbeigehen konnte. Inzwischen ist es besser geworden. Seit fast 3 Jahren arbeitet sie nicht mehr hier im alten Kaufhofgebäude in der Essener Innenstadt. 40 Jahre verbrachte Regina Bredenk im Einzelhandel. 10 davon hier, erzählt sie mir. Schreibwarenabteilung und dann Filialschließung. Arbeitslos. Ich war damals zu der Zeit 58. Da ist natürlich die Option für einen neuen Job nicht ganz so groß. Ja, und man fragt sich dann, wie geht es jetzt weiter? Ich bin alleinstehend, muss also auch alleine für mich sorgen. Das sind dann schon Ängste und man hatte einige schlaflose Nächte. Hochphase Corona.
keine gute Zeit für die Arbeitssuche im Einzelhandel. Dann aber kommt ein Jobangebot außerhalb ihrer Branche. Ein Neuanfang. Das Servicecenter der Stadt Essen, Redding, ist mein Name. Was kann ich für Sie tun? Kundenservice am Bürgertelefon statt im Warenhaus. Habe ich Termine von 9.50 Uhr bis 14.40 Uhr. Wann möchten Sie denn gern? Bei der Essener Stadtverwaltung vermittelt sie unter anderem Termine für das Bürgeramt und die Ausländerbehörde. Für mich war die größte Umstellung, viel zu sitzen und zu stehen. Also im Kaufhof, die Wege waren sehr weit, man ist sehr viel gelaufen. Ihr gegenüber sitzt oder steht ein alter Bekannter. Auch Ulrich Bartel kommt von Kaufhof, arbeitet jetzt hier, genießt seine neuen Arbeitszeiten. Das ist natürlich für jemanden, der im Einzelhandel gearbeitet hat, jeden Tag, den feiere ich. Also wenn sie um 3:30, viel vor 4 nach Hause gehen können und standen vorher im Einzelhandel bis 20 Uhr teilweise im Geschäft, das ist schon ein enormer Vorteil. Finanziell, sagen beide, stehen sie heute besser da als im alten Job. Sie wurden direkt unbefristet eingestellt. Auch andere ehemalige Kaufhof-Kollegen seien gut untergekommen, erzählt Bartel. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist günstig. Die Stadt Essen sucht dringend Personal und wirbt gezielt Kaufhof-Mitarbeitende an, sagt der Personalamtsleiter. Wir haben jetzt 9 Leute eingestellt, weitere 5 stehen kurz vor der Einstellung und wir haben ungefähr 50 Leute jetzt in Verfahren, das heißt, da laufen noch Einstellungsgespräche. Der Warenhauskonzern hat in Essen seine Zentrale, auch von dort kommen Mitarbeiter. Die Krise des Unternehmens hilft der Stadt bei ihrem Personalproblem. Die Erfahrungen sind überschwänglich gut, muss ich sagen. Wir haben Mitarbeiter gewonnen, die wirklich sehr flexibel sind, die sehr engagiert sind, die sich auch sehr schnell umorientiert haben. Er ist seit rund einem Monat dabei. Mike Ehm wird in der Wohngeldstelle eingearbeitet. Da ist die Personalnot besonders groß. Normalerweise haben die Verwaltungsmitarbeiter eine 3-jährige Ausbildung hinter sich. Er holt die Inhalte jetzt berufsbegleitend nach, in einem Fortbildungszentrum der Stadt. Um das beispielhaft zu machen, Montag bis Dienstag bin ich im Amt, mittwochs habe ich dann Schule, donnerstags bin ich dann wieder hier und freitags habe ich dann auch nochmal einen halben Tag Schule. So wird das dann ablaufen. Also nochmal richtig die Schulbank drücken. Mit Mitte 40 nochmal Schüler. Mike Ehm ist trotzdem zufrieden mit seiner neuen Arbeit. Man merkt es ihm deutlich an. Seitdem ich hier arbeite, schlafe ich meine Nächte wieder durch. Das hatte ich vorher zum Beispiel lange Zeit gar nicht mehr, dass ich wirklich komplett durchgeschlafen habe. Von den 3 ehemaligen Galeria Karstadt-Kaufhof-Mitarbeitern ist eine große Last abgefallen. Nach Jahren der Unsicherheit bei einem Krisenkonzern. Und bei uns fehlt noch das Wetter. Wie wird es denn, Wolfgang Rossi? Naja, astreines Sommerwetter erleben wir ja zurzeit nicht gerade, eher so ein Sommer, wie er eigentlich typisch für uns hier ist, mit zum Teil durchwachsenem Wetter und einem ähnlichen Temperaturniveau. Schauen wir uns die Wetterlage an. Es hat sich eine Westwetterlage eingestellt. Der Tiefdruckkomplex über Skandinavien lenkt kühlere Luft vom Atlantik zu uns. Und die Folge, das Wetter ist unbeständiger. Am Mittwoch ändert sich das, da nähert sich bereits in der Nacht von Frankreich ein sogenanntes Randtief. Das ist hier noch nicht eingezeichnet. Es wird jedenfalls deutlich unruhiger am Mittwoch. Schauen wir aber erst einmal auf diese Nacht. Im Süden ein paar Schauer, im Norden mehr davon. Und die sind zum Teil kräftig. Gewittern kann es auch. Morgen bleibt es dann im Osten durchweg trocken. Ansonsten aber mehr Schauer, besonders am Nachmittag und Abend. Und die können kräftig ausfallen und gewittern kann es dann auch. Der Wind hat sich ja am Wochenende und heute von seiner munteren Seite gezeigt. Morgen vor allem im Norden lebhafter Wind. Dort weht er mit starken bis steifen Böen. An den Küsten sind stürmische Böen dabei. Werfen wir einen Blick auf die Temperaturen. Die liegen etwa im Bereich des langjährigen Mittels. Die Luft kühlt im Laufe dieser Nacht im Breisgau bis auf 17 Grad ab. Auch sonst oft zweistellige Werte. In der Eifel wird es einstellig. Dort geht es runter bis auf 7 Grad. Und das sind die Temperaturen, mit denen wir morgen rechnen sollten. 18 Grad in Nordfriesland werden dort erreicht. Weiter landeinwärts Temperaturen über 20 Grad bis 27 in der Lausitz und am Oberrhein.
Na, dann kommen wir mal zu den Aussichten. Der Mittwoch wird oft ungemütlich, zum Teil kräftige Schauer und einzelne Gewitter. Vom Westen wird es aber wieder ruhiger, die Sonne scheint öfter, Schauer gibt es immer seltener, windig wird es aber. Am Donnerstag viel Sonne, von lockeren Quellwolken abgesehen, südlich der Donau und im Norden kann es allerdings noch nass werden, blitzen und auch wieder donnern. Danke, Wolfgang Rossi, für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen zum Wochenauftakt. Morgen übernimmt an dieser Stelle Ingo Zamperoni. Und hier im Ersten geht es jetzt weiter mit einem Weltspiegel extra zu den Krawallen und Ausschreitungen in Frankreich. Und wir wünschen Ihnen eine angenehme Nacht und eine gute Woche. Tschüss. Tschüss.